Willkommen zurück, Leute, zu Earthbound. Wir in der, nicht in der Stadthalle, natürlich nicht, wäre albern, ne? City Hall heißt doch niemals Stadthalle, nein, das bedeutet Rathaus. Ach Mensch, Leute, danke, dass ihr mir immer helft, so eine Dinger zu übersetzen. So, und hier waren wir zwar schon, aber wir sind ja auf der Suche. Da sind ganz schön viele Schlangen und streunende Hunde draußen. Ja, okay. Ja, wir müssen irgendwie gucken, ob wir nicht wieder die Möglichkeit hier finden, dass wir die Tür aufschließen können zu dem einen komischen Haus da. Zu der Hütte. Lässt die vielleicht warte oder lässt sie jetzt immer nicht drin? Ja, oben auf dem zweiten Stockwerk ist es. Du musst einen Grund haben, dafür hinzukommen oder sowas. Ja, okay, verdammt. Warte mal, vielleicht gehen wir einfach mal hoch. Vielleicht, warte, du hast einen Anliegen, was willst du denn? So, da kennen wir auch schon, der will es wieder rausschmeißen. Ja, ist gerade beschäftigt, Mann. Ja. So, wir müssen ja uns um die Sharks kümmern und um die Meteoriten herunterschützen. Ey, was willst du hier, Mann, ne? So, ja. Okay, gut. Also der Bürgermeister direkt anscheinend gibt uns keinen Hinweis, wer die Tür abgeschossen haben soll. Ach, wer könnte das denn gewesen sein, Mann? Die Typen hier? Nee, wir haben keine freien Stellen gerade. Ja, okay, ich arbeite im Rathaus, aber irgendwie... Genau, hat uns auch schon erzählt. Toll. Habe ich erzählt, dass ich eine große Ameise gesehen habe auf dem... Ja, okay, genau. Giant Step heißt auch nicht Steppe, sondern großer Fußabdruck. Oh, sorry. Nee, da haben wir uns auch schon alt erzählt hier. Was zur Hölle, Mann. Genau, irgendwie... Ja, irgendwelche seltsam aussehenden Kinder, oh, suspicious, luxus aussehende Kinder hängen da in den Wäldern ab und so. Ja, okay, ich frage mich, ob sie Mitglieder der Sharks sind. Okay, irgendjemand sollte seine Plätze da schließen, damit die da nicht mehr spielen können. Ja. Dafür hat sie eine Initiative gegründet. Mensch, ist mir doch egal. Finde ich hier doch nicht den Typen oder die Person? Mann, ich möchte, dass sie da das Lager wieder aufmachen kann. Hier, du bist ja der Typ, du siehst so aus, oder? Oh, bist du nicht nass? Ja, ich habe mir die Zähne geputzt, ist ja gut, Mann. Der hat Udisch für mich. Ups. Ich bin ganz schön schlecht drauf, immer noch. Ja, genau. Okay, der Bürgermeister mag ihn nicht. Kannst du sie nicht zu den Schlüssel wiedergeben? Nee. Verdammt. Jetzt habe ich mit allen im Rathaus gequatscht. Und keiner gibt mir hier irgendwie einen Hinweis, wie ich das wieder aufmachen kann. Hast du das abgeschlossen, du Sau? Ein Gerücht sagt, dass die Shark Gang, der Boss von denen, irgendwo in der großen, im großen Fußabdruck rumhängt. Nee, verdammter Mist. Ich will ja nicht länger noch in der Stadt hier abhängen. Also müssen wir mal vorankommen. Wartet mal, ich gehe da nochmal einfach hin. Und ihr habt ja auch gemeint, irgendwo hier kann man denn doch zwischen die Bäume mal gucken, weil hier irgendwie dann so eine, die versteckten Baumhäuser von irgendwelchen Kiddies sind. Ja, wenn ich jetzt hier nicht, oh Gott, bleibt mir nichts anderes übrig, außer mich hier weiter umzugucken. Wo bin ich jetzt gerade? Wo bin ich denn? Also bin hier komplett falsch, Mann. Warte mal, ist hier irgendwo ein Ziel? Nee, wenn ich ganz weit nicht weiterkomme, dann natürlich, ne, nehme ich mir einen Hinweis. Achso, hier bin ich jetzt mal falsch. Oh. Hier war der Laden, den ich aufmacht. Hier komme ich auch so nicht lang. Komm schon, Mann, warum kann er es nicht rennen? Aber es wirkt alles ja viel größer auf der Karte, als es, glaube ich, eigentlich ist. So, der nette Hinweismaulwurf, genau. Das wäre so eine scheiß Krähe. Ja, die Typen hier. Warum lassen die mich denn nicht hier rein? Die Tür ist abgeschlossen. So, wo ist nochmal hier? Oh Mann, diese Hütte ist geschlossen worden bei irgendjemand vom Rathaus. So können wir es nicht benutzen. Ja, der Grund, warum es geschlossen ist, na, weil da irgend so ein Punk namens Frank hier irgendwie, Toll, ja, die kommen jetzt da nicht rein. Toll, sagst du dasselbe? Nee, ich habe gehört, da ist ein großer Fußabdruck auf der Spitze hinter dieser Hütte. Genau, ja, Giant Step, ne? Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber es ist nur ein Gerücht. Ja, verdammt, aber das ist doch der Hinweis, oder nicht, dass ich zum Rathaus soll? Das tut mir... Hier, genau, hier sah doch schon so aus, als ob ich durch die Bäume könnte. Wo war denn das? Ich war ja doch schon mal fast drin, da ist nämlich so eine Hütte da. Seht ihr das? Und der Typ wartet hier, vielleicht ich einfach mal ein bisschen genauer gucken. Lass mich mal durch hier, du Spinner. Nee, hier komme ich nirgendwo überall weiter. Kann ich hier was machen? Check. Kein Problem. Check. Kein Problem. Oh. Ja, ich habe es gefunden. Okay, wie ist denn was Neues? Alter, was ist hier los? Einfach ein kleines Clubhaus. Ja, yeah, Mann, ich habe einen Traum über dich gehabt und wo, dass du irgendwo rumgereist bist mit einem süßen Mädchen. Wenn der Traum wahr wird, dann
Dann sag ihr doch mal Hallo von mir. Naja, immerhin bin ich Single. Weil ihr seid doch ein neuer Jungmensch. Ich geb dir mein... Was? Ich geb dir meinen Mr. Baseball Cap. Geil, Mann, ich weiß, du wolltest es schon immer haben, seit einer langen Zeit, oder? Ja, ist das Beste, ist die beste Mütze für jemanden, der wirklich so mutig ist wie du. Geil! Ich habe ein neues Baseball-Cap bekommen. Das ist aber nett von den kleinen Kiddies. Wow, du bist ganz schön gewachsen, seit ich das letzte Mal gesehen habe. Du siehst aus wie ein richtiger Mann. Ja, du bist so cool, Mann. Ich glaube, ich mag dich ein bisschen wirklich sehr. Naja, du weißt schon, was ich meine. Geil. Okay, haben wir wirklich so ein geheimes Baumhaus entdeckt. Dann rüste ich mich gleich mal... Ups, ach verdammt, ich wollte es höher gehen. Aber da würde nichts mehr sein. Bum, 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 bum. Gehen wir wieder runter. So. Warte, das rüste ich jetzt aus. Doch mit dem richtigen Knopf, Mann. Zack. Equipment. Genau, hier, Baseball Cap. Aber ich habe Mr. Baseball. Oh ja, das steigert hier alles schön. Das ist doch nice. So, ich habe natürlich immer noch nichts hier. Muss ich vielleicht immer wieder einkaufen gehen. Mir irgendwas holen. Dann. So, verdammt, jetzt ist hier, wo ist denn hier? Ja, der City Hall. Wo ist denn hier so ein oller Punk namens Frank? Der Scheiße baut. Der ist da anscheinend eingesperrt. Und wenn ich den Schlüssel habe, muss ich mich schon verkloppen, Mann. Oh yeah. Dum, 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 du. So. Aber da hat mir auch keiner einen Hinweis gegeben. Im Rathaus sind die alle mit sich selber beschäftigt. So von wegen, nee. Und hast du dich gesehen? Hey, ins Hotel war ich auch noch nicht. Im Hotel, da kann man sich heilen. So. Hallo. Na, Mann. Die eine Übernachtung ist nicht gerade billig, Mann. Aber wir haben saubere Laken und so. Und die Räume sind schön bedient. Ich bin sicher, du wirst was verstehen, damit dass uns das sehr beschäftigt hält. So, an der Rezeption werde ich bestimmt... Oh, ein Geldautomat. Cool. Warum hat der Geldautomat seinen eigenen Raum? Keinen Plan. Kannst du es glauben? Eine Gruppe von Flegeln ist hier, hat sein Kaugummi nach mir gespuckt, als ich vorbeigelaufen bin. Sorry. Du siehst aus wie jemand, der ein richtiges Ziel für die Shark Gang wäre. Du solltest besser aufpassen. Ach du Scheiße, Ellie. So. Okay, ein leerstehendes Zimmer, das kann man also mieten. Das ist ja cool, Mann. Hier pennt auch noch Kinder drin. Gut, im Hotel ist also auch nichts weiter los. So, mit der wäre der Bus hier. Wollen Sie übernachten bestimmt hier? Pass auf. Na, willkommen zum Hotel Unnett. Eine Nacht hier wird dich $35 kosten. Alter! Nee! Na dann nicht. Okay, im Hotel ist auch nichts weiter los. $35! Seid ihr denn bekloppt, Mann? Okay. Sag irgendwas Witziges. Ich höre. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann nicht länger warten. Ich gehe zurück und guck mir die News an. Die sind lustiger als du. Was zur Hölle? Soll ich dir einen Witz erzählen oder was? Hey, ich check mal hier das Manhole. Vielleicht kann ich in die Kanalisation gehen. Nö. Mann, wo soll ich denn jetzt hin? Kinder, macht die Tür da auf. Oh, Game! Und dann. Oh Gott, wer sind die denn? Ach du Scheiße, ich check mal ganz kurz. Genau, wir gucken ein bisschen rum im Müll. Und was finden wir da? Saft. Yeah! So, warte, was sind da hier? Okay, hier gibt's Pizza. Macht bald auf! Pizza! So, das sind, glaube ich, die Sharks, diese komisch aussehenden Typen. Alter, was zur Hölle, Mann? Eine Spielhalle! Natürlich treiben sie sich da rum. Kann ich zocken? Schade. Ah! Hey, das warst du! Du hast meinen Kumpel zusammengeschlagen, oder? Da, das für das. Ballack dich an dir. Nein! Verdammt! Oh oh. Pogo Punk! Ach du Scheiße. Okay, ich muss gegen einen Pogo Punk catchen. Der Pogo Punk ist hingefallen. So, yeah, 17 Damage. So, und nochmal angreifen. Yeah, dum, dum, dum. Oh oh. Der lädt sich auf. Verdammt. Oh, 17 Schaden. Scheiße, noch ein Treffer, ich bin down. Wie viel hält denn der aus? Und, okay, gut. Okay, alles klar. Und 15 Erfahrungspunkte gekriegt. Okay, und ein kleines Geschenk hat er fallen lassen. Und das ist ein Hamburger. Da werde ich mich, glaube ich, gleich mal heilen. Bevor der neue ankommt. Ach du Scheiße, sind die Sharks. Okay, vielleicht muss ich auch hier rein und irgendwas erkunden. Kann ja auch sein. Vielleicht muss ich hier den Punk Frank finden oder sowas. Gutens.
Ich nehme... Ich habe so viele Kekse, ich nehme mal einen Keks. Essen. So, und den anderen Keks esse ich gleich noch. Mann, ich drücke mal X fürs Menü, aber ich muss ja bloß A drücken für das Menü. So, den anderen Keks unaufratzen. So, so, alles klar. Oh Gott, das sind echt noch... Sind die echt alle sauer auf mich? Hallo? Nee, der nicht. Hallo? Du siehst aus wie... Du klingst wie ein echter... Was ist denn ein Wiener? Du klingst wie ein Lümmel. Riskier keine dicke Lippe, Mann, oder ich werde dir in den Arsch treten. Oh, du Scheiße. Was ist denn hier los? Was bist du für einer? Du bist hier die Wache. Ey, Kind, Mann, willst du ein Mitglied werden? Nee? Na, sei doch nicht so ein Snob, Mann. Na klar! Ach, du Scheiße. Was, wie heißt der? Yes, Man? Okay, to the Yes, Man, Junior. Oh, oh. Was, der lacht hysterisch. Was? Alter, 20 Schaden. Geil. Der Yes-Man schwingt seinen Hula-Hoop-Reifen. 13 Schaden. Was? Okay, 20 Damage. Geil, Mann. Und besiegt. Sehr gut. Okay, 13 Erfahrungspunkte. Alter, was ist hier los? Jetzt kann ich hier rennen. Was ist denn hier los? Jetzt ist irgendwo der Frank. Oh Gott. Bist du Frank? Nee, wer bist du denn? Ah, ich bin Frank. Und du bist? Komm schon. Kannst du mir jetzt nicht zumindest deinen Namen sagen? Ah! Mann! Ach du Scheiße. Frank greift an. Ich glaube, ich sollte mich heilen erstmal. Ich nehme eine Brotrolle. So. Was? Alter, jetzt zückt ein Messer! Oh! Alter, der hat mich mit einem Messer abgestochen. Wie übel ist das denn? Ness! Es sieht aus, als ob du... Was? Als ob dein Kopf dir abhanden gekommen ist, oder was? Nee. So, was willst du jetzt machen? Willst du denn... Na klar, Mike, weiter. Genau. Ness entscheidet sich zurückzukehren, nachdem er alles aufgeopfert hatte. Viel Glück. Ach du Scheiße, was passiert denn jetzt? Muss ich beim nächsten Speicherstart laden? Oder wie, oder was? Oh Gott. Ey, jetzt echt beim letzten Speicherstand. Das gibt's doch nicht. Alter, der hat mich mit dem Messer abgestochen. Was ist das für ein Sack? So, ich hab aber immer noch das Mr. Baseball Cap. Alles klar, ist also so, an soweit ist noch alles so wie beim Alten. Okay. Ah, Mann, ey. Nun gut, ich bin also wieder zu Hause aufgewacht. Ich benutze ja die inzwischen eingebauten Safe States bei dem Spiel, ne? Kennst du gedacht, wenn ich jetzt bis zum letzten wirklichen Speicher zurückgefallen wäre, das wäre echt scheiße gewesen. Aber scheiße erstmal beim Alten. Da ich ja das Baseball Cap noch habe und so. Gut, dann muss ich mal kurz gucken, ob ich irgendwo einen Laden finde. Vielleicht, wenn ich dann den Frank besiege, kann ich ins Rathaus zurückgehen. Und dann sage ich, oh, ist alles okay, und dann kriege ich vielleicht die Schlüssel oder sowas. So, mal quatschen. Hallo! Ich habe nur noch 10 Dollar. Warum? Hab ich Geld verloren? So, warte mal, Achso, das sind ja hier gar nicht. Mann, das sind ja hier bloß alle, die. Vielleicht soll ich echt mir Jojo holen, dass ich besser angreifen kann. Also ich will ja Klamotten haben. Neue Klamotten, aber wie gibt es hier nichts? Ist das der einzige Laden, den man hat? Ich guck mal ein bisschen Geld ab. So, check. Willkommen zum Geldautomaten. Ich möchte gerne was abheben. So, ich hab 115 Dollar drauf. Geil. Dann nehmen wir gleich mal 100. Gib mir 100. Alles klar. So, take your cash. So. Cold. Ah, nee, das will ich nicht nochmal haben. Wir sind Cold Remedy. Dann hole ich mir aber mal ein Jojo. So. Oder hol ich mir gleich die ganz fette, die fette Waffe da? Ich meine, ich habe ja jetzt das Geld. Cheap Bracelet. Nee, das ist wirklich eine Mütze, ne? Ah, nee, das hat eine Mütze wirklich nicht. Ich habe ja Mr. Baseball Cap. Dann hole ich mir ein T-Ball Bat. Das ist wirklich besser. Ein besserer. Weil das ist nicht so teuer wie das Jojo. Und das ist ja auch wieder ein. Ich hole mir einen neuen Baseballschläger. Der Typ zückt ein Messer. Ja, dann werde ich den mit einem Baseballknüppel in rüberziehen. So, 4 Angriff mehr. Er kann meinen alten, kann er mir für 9 Dollar abkaufen. Cool, das ist ja geil. Sehr schön. So, noch mehr? Nö. So, ich krieg keine anderen Klamotten. Ich will noch was haben für... hier ist ein Burger-Shop. Oh Mann, das war hart. Da hat der Typ mich einfach abgestochen, Mann. Das ist ja übel, ey. Okay, ich glaube, da sind wir dann doch richtig.
Dum bum ba da bum bum bum. So. Wer bist du denn? Hallo! Den Punkt, den man übers See sehen kann, der ist wunderschön. Den kann man wunderschön, ja, ein wunderschöner Ort und so, da kann man so entspannen. Ach du meine Güte, wo geh ich jetzt lang? Ach du, wo bin ich denn jetzt? Warte, wo war denn jetzt diese Spielhalle? Ach so, halt, die ist ein bisschen weiter rechts neben mir. Du, 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 du. Du, 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 du. Aber anscheinend haben ja diese Typen da Geld geklaut. So, ich hoffe, der Erfahrungspunkt ist immer noch dieselben. Dann werde ich erstmal ein bisschen hier bashen. Gegen die. Na, Typi, ihn drin haben. Ey, na, willst du Frank treffen, Mann? Du willst doch nicht einfach Frank besiegen, oder? Na, erst besiegt dich, du Lappen. So, Pogo-Punk. So, ich hoffe, die Erfahrungspunkte zählen immer noch. Zack, Alter. So, dann nochmal, los, komm. Zack, geil. Und tame. Da ist er down. Komm schon, ich fühle 15 Erfahrungspunkte. Ich müsste erstmal bald hier einen Erfahrungspunkt, wieder ein Level abkriegen. Und ich will jetzt nächstes Mal meinen Vater anrufen. So, mit dem auch nochmal quatschen. Du willst deinen Kampf starten, oder was? Ja klar, ich war alle fertig hier. Alter, der Skatepunk! So, Skatepunk ist attacking. Nur 5 Schaden. Und zack, 26 zum Skatepunk. Da fällt er von seinem Skateboard. Ja, sein Skateboard sieht doch aus wie ein Shark. Haben sie ja wieder clever gemacht. Zack! Okay, Mann. Und tame. Oh yeah. Nest, Surfer. Yes, und Level 5. Ah, Verteidigung, schön. Und ein bisschen Vitalität, sehr gut. Ein bisschen schlauer sind wir auch. Ja, wir sind schlauer als Punks jetzt. So, 12 KP gestiegen und alles klar, geil. Bloß, ich müsste mich eigentlich echt nochmal aufheilen, aber irgendwie. So, ich besiege den nochmal, den Spinner hier. Ey, die Sharks, ey, was sind das denn für Leute, Mann? So, noch so ein oder Skaterpunk. Ha, daneben. Boah, 30. So, okay, nur 4 Damage, ey, du bist ja ein Lappen. Zack. Und da geht er down. So, wäre ich aber noch drinnen, nochmal mit allen kämpfen, weil das ist gutes Training. Und dann halt nochmal zu Frankie. Zu Frankie Boy. Die olle Spielhalle. Was soll denn das? Ah, okay, die bleiben alle besiegt. Man, das ist doch wieder so ein Klischee. Damals war halt der alle so, der war halt damals so übel von wegen, ja, in Spielhallen, da treiben sich nur fiese Typen rum. Ja, ja. Okay, warte mal, der hat mir 25 Schaden gemacht vorhin. Mann, ich mach mal einen falschen Knopf, tut mir leid. Und deswegen sollte ich vielleicht mich mal voll heilen. Der Hamburger macht bestimmt richtig viel. Jetzt mal ein Brötchen noch nehmen. So. Okay, und zack. Okay, und maximal 60 KP haben wir. Sehr gut. Typi. Und ich kann mich auch heilen, ne? Ja, das heißt, du siehst aus wie ein Typi-Mann. So, okay, der ist ein bisschen harmloser als die anderen. So, da ich ja weiß, dass da Frank ist, den wir ja auch wirklich suchen, gehe ich erstmal hier hoch. Ey, was du denn hier? Du siehst nicht aus wie ein Typ. Frank hat eine unglaublich kräftige Waffe. Wenn du die in die Finger bekommst, dann kannst du echt gegen jeden Gegner bestehen. Alter, mit dem Messer, oder? War so ein 13-jähriger Typ, ey, mit so einem Messer? Ey, willst du etwas... Alter, wenn du ein Item kaufst, was ausgerüstet sein sollte, dann solltest du es sofort ausrüsten, oder? Hehe, ich geb dir einen Hinweis eines eigenen Feindes. Ja, ich bin so ein rockiger Typ, Mann. Obviously auf Deutsch? Warte, weiß ich auch noch. Fehlt mir das Wort. Ich bin offensichtlich total selbstbewusst mit meinen eigenen Fähigkeiten. Ja, Mann, bloß bist du ready, Mann, um ein bisschen gespankt zu werden? Oh, oh. Auch der will Drösche. Okay, Skaterpunk ist doch lame. Alter, was? Er shreddet auf seinem Skateboard? Du bist ja crazy. Zack! Dum-dum-dum-dum-dum. Mann, warum sind die denn manchmal schneller als ich? Ha, bin schnell ausgewichen. So. Und he's tame. Mm-hmm. 12 Erfahrungspunkte. Ich mache hier noch alle fertig. Auf jeden Fall. So, bist du für ein Spacko? Willst du mir irgendwas? Willst du mir Drogen verkaufen? Alter, Rotz, Rotz. Ja, Salvia spuckt. Was? Na, willst du Kaugummi, Mann? Dann hol dir deinen eigenen. Trottel. Ey, Mann, ich erzähle dir die Wahrheit. Ich mag es, Tee zu trinken und esse gerne frisches Gemüse. Aber das passt nicht in. Das passt nicht in mein super cooles Image. Ich glaube, ich sollte das akzeptieren. Ich sollte mich einfach selber akzeptieren. Was zur Hölle ist hier los, Mann? Was ist das für eine komische Gang? Die den Spielautomaten, die den Hof der Spiele hier unter Kontrolle haben. Die Arcade. So, da ist der olle Typ. Was hat der da eigentlich hinter dem Busch da? Und so eine komische Statue? So, jetzt halte ich mich nochmal. Mit dem falschen Knopf, obviously. So, ich hoffe, ich halte jetzt ein bisschen mehr aus. Das ist ja, seine Leute sind kein Problem.
So. Zwut. Okay, und? Okay, 6 HP generiert. Ich müsste auch irgendwas machen, was mal meine PP regeneriert. Habe ich da nicht irgendwas? Soundstone. Ne, warte mal, wo war denn das? Ne, ich glaube, sowas habe ich. Doch, Cold Room Medi, oder? War das? Warte mal, guck, was macht das? Das muss. Was ist denn Cold Room Medi nochmal? Das habt ihr mir auch schon erzählt. Okay, ich probier's einfach. Los, Mann! Du schon wieder! Ich bin Frankmann! Come on! Catch me ein bisschen! Wow! So, das war echt wie ein Endboss. Alter, der hat ein Messer gezückt! Der Arsch! Mit so einem kleinen Kind! Boah! Zack! Alter, er schlitzt schon wieder mit einem Messer zu! Bam! Okay, dann noch einmal. Was? Er schwingt aus? Oh oh. Zack! Okay, 19 Damage. So, blöd, dass der zuerst anfängt. Den finde ich gemein. Hamburger essen. Was? Er sagt. Ja! Der Typ hat gerade irgendwas Unanständiges gesagt. Oder irgendwas Ekliges hat er rausgehauen. So Quatsch, ey. Oh, das ist schnell schon wieder ein Messer gezückt. Was ist denn für ein krankes Schwein? Komm, jetzt einfach raufhauen. Und oh, er schwingt erstmal. Und zack. Und besiegt. Geil. Alter, der Typ, Alter. Das ist so lustig, ey. Wenn man sich überlegt, so, damals war sowas alles noch machbar. Weißt du, so ein Typ hier, du spielst den kleinen Jungen vor der Erwachsene, der zückt ein Messer. Oder sagt irgendwas Unanständiges oder was Ekliges. 50 Erfahrungspunkte und kein Level up. So. Oh, na toll. Alles klar, wir haben es jetzt überprüft. Frank kann also doch besiegt werden. Und das ist Frankie Stein Mark Nummer 2. Alter, willst du mich verarschen? Alter, ich muss jetzt nochmal einen catchen. Na, das schaffe ich doch nicht mehr. Das schaffe ich doch niemals. Okay, der Typ hat erstmal ganz viel Staub oder ne, dann hier ist schon Gas. Oh, 19 Damage. Okay. Können wir sie ohne. Los, komm schnell. Und, okay, ja, wieder macht ganz viel Qualm. So, ja, ist ausgewichen, ist klar. Hier fass ich aber auch raus. Yeah, 19 HP Damage. Düm. Oh, von einem Punch reingehauen. Mist, ich habe jetzt nichts mehr zum Heilen. Wer doch immer Cold Will Medi ist, soll ich den einfach mal ausprobieren oder soll ich den einfach nochmal reinhauen? Ness hat das getrunken. Hat keinen sichtbaren Effekt. Na toll. Was war das denn? Komm schon, nein. Oh, Alter, gleich tot. Zack. So, und noch, komm, greif zuerst an, Ness. Nein. Okay, er macht wieder ganz viel Rauch. Bams. Und komm schon, nee, scheiße. Komm, greif zuerst an. Nein. Oh. Und Ness wurde so stark verletzt, dass er kollabiert ist und zusammenbricht. Okay, da hat er jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass ich zweimal hintereinander angreifen muss. Okay, also ich mache natürlich noch weiter. Ich rechne ja sowieso damit, dass ich oft sterben werde. Aber das war's dann erstmal für heute, liebe Leute. Ich werde mir jetzt noch ganz viele Hamburger kaufen, glaube ich, für das nächste Mal, für den Kampf. Vielleicht bleibt der Typ ja sogar besiegt, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall müsste ich noch all meinen Status haben. Ich bin immer noch Level 5, oder? Wartet? Ja, immer noch Level 5, alles noch klar. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part in der Spielhalle. Oder nee, erstmal einkaufen, ne? Ciao!